Sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Freunde und Freundinnen der Heinrich-Böll-Stiftung. Es freut mich sehr, dass Sie auch zu der für Berlin relativ frühen Morgenstunde schon zahlreich vertreten sind. Wir hatten gestern Abend den Auftakt unserer zweitägigen diesjährigen außenpolitischen Jahrestagung, wo wir eine Bilanz der letzten Dekade nach dem 11. September ziehen und eine Bilanz der Verwerfungen und Veränderungen der letzten Dekade ziehen. Wir hatten gestern Abend einen, wie ich zumindest finde, sehr erfolgreichen Auftakt, eine Runde, einen politischen Dialog, der zugleich unterhaltsam und tiefsinnig war und wo noch einmal klar wurde, wie 9/11 zu einem Katalysator und, wenn es nicht zu makaber klingt, auch zu einem Brandbeschleuniger für politische Entwicklungen geworden ist, die eine tiefe Spur in der internationalen Politik hinterlassen haben und auch tiefe Verwerfungen in dem für Europa und für Deutschland so vitalen transatlantischen Verhältnis. Und insgesamt, so war das Fazit, ist die Welt in den 10 Jahren danach nicht sicherer und nicht besser geworden. Und warum das so ist, wollen wir zumindest versuchen, mit dieser Tagung zu beleuchten und lehren aus den Fehlschlägen und vielleicht auch aus den Erfolgen der letzten Dekade ziehen. Und wir haben uns aber vor allem vorgenommen, Wege aus außenpolitischen, wie wir es empfinden, außenpolitischen Sackgassen aufzuzeigen und vor allen Dingen auch außenpolitische Strategien zu erörtern, die sowohl den neuen Herausforderungen der letzten Dekade gerecht werden, aber auch die neuen Chancen, wie wir, die Heinrich-Böll-Stiftung, es empfindet, die neuen Chancen in dieser veränderten Welt aufzeigen. Nicht zuletzt wird es, und vor allen Dingen heute, um die Frage von Demokratie und Menschenrechten als handlungsleitende Werte der westlichen Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Und mit dieser kurzen, hoffentlich knappen Einleitung und Begrüßung, meine Damen und Herren, gebe ich das Wort an Barbara Unmüßig, den Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, die das heutige Auftaktpodium zur kritischen Bilanz von Regime Change und Demokratieförderung seit dem 9/11, seit dem 11. September ziehen wird. Danke sehr. Ja, danke schön, Gregor Enste, und auch von meiner Seite ein herzliches Guten Morgen, ein herzliches Willkommen zum heutigen Tag. Wir setzen unsere außenpolitische Jahrestagung fort mit einer Vielfalt von weiteren Podien und Arbeitsgruppen im Laufe des Tages. Ich wurde gerade schon vorgestellt, ich bin die Kollegin von Ralf Füchs im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und ich verantworte die internationale Arbeit, vor allem in Afrika, Asien, Lateinamerika, den Nahen und Mittleren Osten und bin natürlich erstens an den Umbrüchen in der Welt, wie wir sie nicht nur wegen des 9/11, sondern natürlich auch wegen des wirtschaftlichen Ausschwungs vieler Schwellenländer erleben, hautnah dabei. Und gleichzeitig natürlich auch mit Afghanistan, mit den Entwicklungen im Nahen Mittleren Osten und natürlich jetzt auch mit dem Umbruch in Nordafrika engstens betraut. Hier möchte ich nur sagen, wir sind in der Region vertreten mit Büros in Ramallah, im Libanon, in Beirut, in Tel Aviv. Und wir werden in Kairo endlich ein Büro eröffnen, um so eben auch dort die Demokratisierungsprozesse vor Ort so zu verfolgen und uns natürlich, das ist das Charakteristikum der Heinrich-Böll-Stiftung, kräftig einmischen mit Akteurinnen und Akteuren, die für Demokratie und Menschenrechte streiten. Und wir alle wissen, dass die Transition ein langer Prozess ist. Wir uns auf einen langen Atem einstellen müssen, wenn es um darum geht, die Chancen dieses Umbruchs, zumindest in den Ländern Ägypten, Tunesien, von den anderen werden wir vielleicht heute noch reden, wo es nicht so positiv aussieht wie in Syrien, reden. Ich möchte hier gar nicht lange weiter einführen in dieses Podium, weil unsere Zeit sehr knapp bemessen ist. Wir haben uns vorgenommen, immerhin
groß als Überschrift eine Bilanz zu ziehen zu Regime Change und wie hat das eigentlich die Bedingungen für Demokratieförderung verändert. Das ist ein Thema für ein ganzes Symposium, würde ich sagen. Wir versuchen jetzt im Rahmen einer guten Stunde dieses Thema zumindest als Auftakt hier auch für den weiteren Tag zu bearbeiten. Ich möchte ankündigen, dass Herr Dr. Heusten 11:15 hier weg muss. Dafür haben wir großes Verständnis, weil Herr Heusten zum Sarkozys Empfang oder Begrüßung gehen muss. Sie wissen vielleicht auch, dass Sarkozy ja unter anderem hier in Berlin ist, um nichts weniger Geringes als die Eurokrise und die Griechenlandkrise zu erörtern. Großes Verständnis. Ich werde Sie gleich noch mal vorstellen, aber das macht uns eben auch klar, dass wir hier nicht viel Zeit haben. Von meiner Seite zwei kurze Bemerkungen. Regime Change und Demokratieförderung, das sollten wir uns vergegenwärtigen, ist keine Erfindung, die mit Post-9-11 zu tun hat. Und sie ist auch keine Erfindung der Bush-Administration. Regime Change stand immer schon auch auf der Agenda vorheriger Präsidentschaften der US-Regierung und Demokratieförderung, Demokratisierungsprozesse zu unterstützen, war im ganzen Kalten Krieg eine Strategie des Westens gegenüber Verbündeten, die man gesucht hat in allen Regionen der Welt. Ich glaube, das sollte man einfach noch mal klar machen, dass es auch Regime-Change in Grenada oder in anderen Ländern gegeben hat. Ich möchte daran nur erinnern. Und wir sollten uns vergegenwärtigen, das als einführende Bemerkung hier, dass zumindest die US-Administration, aber auch die Außenpolitik, Sicherheitspolitik europäischer Länder ja sehr widersprüchlich agiert. Der Widerspruch, den möchte ich ganz grob benennen, in einerseits setzen auf den Sturz von autoritären Regimen, von Diktatoren. Das ist geglückt nach dem 9-11 mit dem Sturz der Taliban. Es ist geglückt mit dem Sturz Saddam Husseins, mit all den menschlichen und dramatischen Folgen. Wir sind heute immer noch und waren und sind Augenzeugen von sehr tödlichen Kriegen. Und auf der anderen Seite hat die US-Administration, die Bush-Administration im Kampf gegen den Terrorismus sich auch immer Verbündete gesucht bei diktatorischen, autoritären Regimen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Sie hat damit Bündnisse gesucht im Hinblick auf Stabilität und Sicherheit ohne Demokratie. Das muss man einfach deutlich machen. Und wir alle hier im Raum und auf dem Podium, denke ich, kennen die Nutznießer massiver Militär- und Wirtschaftshilfe gerade nach dem 11. September 2001. Sie wissen, wie sehr Pakistan nochmal zusätzlich aufgerüstet wurde und mit Militär- und Wirtschaftshilfe als Bündnispartner gewonnen zu werden versuchte. Sie wissen, wer die Nutznießer in Nordafrika waren, Ägypten als wichtiger Pfeiler im Kampf gegen den Terrorismus. Ich möchte hier ausdrücklich Äthiopien benennen, das immer wieder rausfällt in der Wahrnehmung. Äthiopien ist und hat ein autoritäres Regime mit massiven Menschenrechtsverletzungen, ist aber ein wichtiges Bollwerk, wie es heißt, im Kampf gegen den Terrorismus und als Stabilitätsanker am Horn von Afrika. Wir wollen hier versuchen, zumindest in dieser knappen Stunde, ein wenig Bilanz zu ziehen. Was hat externer Regime Change gebracht? Inwiefern hat es überhaupt das Konzept von Demokratieförderung befördert oder auch desavouiert? Das sind hier die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Ich freue mich, dass ich Ihnen nun die Podiumsgäste vorstellen kann. Zuerst möchte ich ganz, ganz herzlich begrüßen Dr. Christoph Heusten. Ich freue mich, dass Sie heute bereit sind, mit uns trotz Ihrer knappen Zeit zu diskutieren. Herr Heusten ist seit 2005 der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und im Kanzleramt ist er Chef und Leiter der Abteilung 2, die sich mit außen-, sicherheits- und entwicklungspolitischen Fragestellungen
befasst und auseinandersetzt. Vor 2005 war Herr Heusten unter anderem Leiter des politischen Stabs von Solana im Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel und da Sie schon seit 1980 im Auswärtigen Dienst sind, haben Sie natürlich eine ganze Vielfalt von Stationen im Ausland hinter sich und auch an Stationen natürlich im Auswärtigen Amt. Sie waren in den USA, in Frankreich, in verschiedenen Missionen unterwegs. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, Claudia Roth dürfte hier, würde ich behaupten, allen bekannt sein. Stell dich trotzdem ganz ordentlich vor. Claudia Roth ist seit 2001 Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen und seither, ich würde sagen, beachtliche Legitimation viermal in diese Funktion wiedergewählt worden. Claudia, ja, aber auch hohe Legitimation, würde ich dazu sagen. Wir sind ja eine politische Stiftung und befassen uns auch mit Legitimationsfragen. Natürlich hat Claudia eine reiche politische Erfahrung, vor allem als Parlamentarierin, zunächst als Europaparlamentsabgeordnete von 1989 bis 1998. Seit 1998 ist Claudia Roth Mitglied im Deutschen Bundestag. Und dort vor allem hat sie sich sehr, sehr stark immer wieder für Demokratiefragen und vor allem für Menschenrechtsfragen politisch auseinandergesetzt als Ausschussvorsitzende des Menschenrechtsausschusses. Sie war ein Jahr lang von 2003 bis 2004 die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung und für diesen Panel hochrelevant. Claudia beschäftigt sich vor allem und ist eine Kennerin der Türkei, des Irak und natürlich auch in deiner Funktion mehrmals auch Afghanistan besucht. Ich glaube, du kennst gerade auch die Politik des Nahen Mittleren Ostens und der Türkei sehr, sehr gut. Herzlich willkommen auch an dich. Großen Dank. Weil, wie Sie sich alle vorstellen können, hat Claudia eigentlich vor allem Atom, Atom, Atom im Kopf. Und nicht erst um 9:30 morgens. Ja, genau. Sie sind auch schon lange unterwegs. Ich möchte jetzt ganz, ganz herzlich unseren internationalen Gast, Caroline Wethams, begrüßen. Frau Wethams ist leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for American Progress. Ihre Schwerpunkte, sehr passend natürlich für dieses Panel, sind Afghanistan, Pakistan, die Auseinandersetzung mit Terrorismus und vor allem der nationalen Sicherheitspolitik der Vereinigten Staaten. Sie war ebenfalls als Wahlbeobachterin der Parlamentswahlen 2010 in Afghanistan, 2008 in Pakistan. Sie kennt also die Region, vor allem den Nahen Mittleren Osten, sehr, sehr gut und dort vor allem natürlich auch die US-Politik gegenüber der Region und gegenüber diesen Ländern. Warm welcome to Caroline. Herzlich begrüßen möchte ich Ahmed Badawi. Ahmed Badawi ist Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Transform. Transform, glaube ich, kennen hier noch nicht so viele in diesem Raum. Transform ist eine Gründung aus dem Jahr 2007. Transform ist ein Zentrum für politische Analyse, Konflikttransformation und Weltgesellschaftsforschung. Wow. Und wurde 2007 in Berlin gegründet. Herr Badawi hat sehr, sehr viele wissenschaftliche Stationen in den letzten Jahren hinter sich gebracht, würde ich sagen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter anderem bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, beim Institut für Entwicklung und Frieden in Duisburg und zum Beispiel auch zuletzt bei der Oxford Research Group. Seit 2010 ist Herr Badawi bei der International Crisis Group als Analytiker für den Programmbereich Nahe und Mittlerer Osten verantwortlich. Auch an Sie, warm welcome, herzlich willkommen und jetzt geht's los mit all den Fragen. Applaus
Herr Heusken, Sie haben, alle Panelisten übrigens haben drei Fragen gestellt bekommen, alle die gleichen. Und die erste ist nichts anderes als die gigantische Frage nach der Bewertung von 10 Jahren Regime-Change und Demokratieförderung. Alle Panelisten sind gebeten, knapp 5 bis 7 Minuten ihre Einschätzung zu skizzieren. Ich möchte, dass möglichst viel Diskussion auch untereinander stattfindet. Herr Heusken, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Müßig, für die Einführung. Vielen Dank an die Stiftung. Vielen Dank an Herrn Füchs für die Einladung. Ich bin treuer Gast, war, glaube ich, beim ersten Kongress vor 12 Jahren schon hier und komme immer gerne, weil es interessante Diskussionen sind. Ich will meine einführenden Bemerkungen kurz halten. 10 Bemerkungen zum Thema. Erstens, Einladung. In Ihrer Einladung bezeichnet die Böll-Stiftung die Politik des Westens, sprich der US, der EU als Irrweg. Ich möchte dem so pauschal formuliert, wie es ist, widersprechen. Nicht alles ist falsch gelaufen. Für mich ist das Glas eher halb voll als halb leer. Zweite Bemerkung, richtig ist, dass der Westen in Anführungsstrichen nach Afghanistan, in den Irak, vielleicht auch heute nach Tunesien, nach Ägypten, nach Libyen mit zu viel Idealismus, vielleicht auch mit zu viel Naivität gegangen ist oder geht. Wir sind überzeugt von der Westminster-Demokratie, verstehen nicht so richtig, dass der Triumphzug, der doch nach 89 in Ost- und Mitteleuropa so hervorragend funktioniert hat, dass dieser weiter im Osten nicht so reibungslos weitergeht. Drittens, wir müssen Abstand nehmen, Abschied nehmen von Vereinfachungen, von Verallgemeinerungen. Afghanistan und Pakistan sind sehr verschieden. Das Gleiche gilt für Ägypten und Tunesien. Es gibt keine Patentrezepte. Viertens, wir brauchen Geduld. Osteuropäische Staaten konnten anknüpfen an alte demokratische Traditionen. Bei Afghanistan, bei Pakistan, bei anderen Ländern ist es eben sehr viel anders. Länder ohne gelebte, ohne verinnerlichte Demokratieerfahrungen, mit zum Teil feudalen Strukturen, mit militärischer Dominanz, werden den Weg nach in die Richtung Demokratie nur langsam finden. Es wird nicht ohne Rückschläge bleiben, es wird nicht ohne interne Verteilungskämpfe bleiben und so weiter. Also wir brauchen Geduld. 5. Bemerkung, wir müssen, dies meine ich auch mit Geduld, eben sehr viel mehr, als wir das getan haben, auf unterschiedliche Kulturen Rücksicht nehmen, Traditionen, auf gewachsene Strukturen. Wir müssen darauf sehr viel mehr Rücksicht nehmen. Der Wandel wird eben nur allmählich eintreten. Aus Afghanistan, auch aus Ägypten, aus Libyen werden eben nicht so schnell Parteidemokratien wie hier bei uns in Deutschland. Clans, Familien, Stämme, religiöse Gruppen werden sehr viel anders, sehr viel dominierender sein und bleiben, als wir uns das vielleicht oft vorgestellt haben. 6. Rücksichtnahme auf historische, kulturelle Andersartigkeit heißt nicht, dass wir bei Nicht-Einhaltung von Mindeststandards, bei Nichtbeachtung von grundlegenden Menschenrechten ein Auge zudrücken dürfen. Das heißt ganz konkret, auch wenn wir vielleicht letztlich immer wieder zum Schluss kommen, dass Präsident Karzai derzeit alternativlos ist, so müssen wir endemische Korruption immer wieder anprangern, Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Und weg von dem oft immer noch, ich komme gleich noch dazu, immer noch dominierenden militärischen Ansatz weggehen, wenn wir jetzt verstärkt auch in Afghanistan den politischen Dialog fördern und fordern, dann dürfen wir auch bei den grundlegenden Menschenrechten keine Abstriche machen.
Das gilt im Übrigen natürlich auch für die arabische Welt. Siebte Bemerkung, ich sprach zu Beginn von halb vollen Glas. Bei vielen Bemerkungen, bei vielen Kommentaren, die doch eher skeptisch oder etwas resignierend sind über das, was wir erreicht haben, so muss man doch festhalten, wir haben viel erreicht. Wir haben in Afghanistan eine Situation, wo das Land eben nicht mehr unter der Schreckensherrschaft der Taliban lebt. Es gab Wahlen, die Infrastruktur wird aufgebaut, es gibt hunderte von Schulen, es gibt die Möglichkeit von Mädchen auch an den Schulbesuch zu absolvieren. Auch der Irak ist nach unermesslichem Leid, was über die Bevölkerung gekommen ist, ist auf dem Weg zu einer etwas demokratischeren, zumindest pluralistischeren Gesellschaft. Auch im arabischen Raum gibt es Fortschritte. Schaut man sich die palästinensische Autonomiebehörde an, wie dort in den letzten Jahren Fortschritte erzielt worden ist. Wir müssen diesen Weg, wie ich sagte, jeweils differenziert nach Ländern, nach den verschiedenen Kulturen, Erfahrungen in diesen Ländern weitergehen. Wir müssen sehr viel Geduld haben, müssen oft sehr viel mehr Fingerspitzengefühl haben, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gezeigt haben. Militärische Lösungen allein, achte Bemerkung, das zeigen Irak, das zeigt Afghanistan, das zeigt Libyen. Militärische Lösungen allein reichen nicht aus. Erfreulich ist, dass das mittlerweile zu einer Binsenwahrheit geworden ist. Der Comprehensive Approach aus der europäischen Sicherheitsstrategie oder der Ansatz der vernetzten Sicherheit aus dem deutschen Weißbuch, das gehört heute zum Allgemeingut. Allein in der Praxis folgen wir diesem Ansatz immer noch nicht ausreichend. Hier besteht sicher noch Nachholbedarf. Das gilt für die USA, das gilt aber auch für Europa. Neunte Bemerkung, im Anschluss an einen Punkt, den ich schon vorher gemacht habe. In unserer Entwicklungspolitik, in unserer Wirtschaftspolitik müssen wir stärker, noch stärker, als wir das gemacht haben in der Vergangenheit, individuell nach den Ländern, einzelnen Ländern vorgehen, müssen auch noch stärker konditionieren. Ich erinnere mich aus der letzten Legislaturperiode noch, wie wir gerade auch im Bundeskanzleramt immer wieder geschäftig kritisiert worden sind, warum wir nicht bereit waren, mit dem Syrien von Assad zusammenzuarbeiten, warum wir nicht bereit waren, irgendwie Gaddafi zu empfangen, Einladungen anzunehmen, Besuche zu absolvieren. Ich glaube, heute sieht man das alles anders und auch für mich heute gilt nach wie vor, wir müssen auf diese Konditionierung, auf diesen individuellen Approach zu den einzelnen Ländern Wert legen. Letzter Punkt. Es ist relativ leicht, eine solche Politik einer starken Konditionierung gegenüber Ländern wie, sagen wir, Libyen, Syrien oder auch Weißrussland oder Kuba oder Myanmar durchzuführen. Es ist bei Ländern wie China, bei Ländern wie Russland, bei denen auch in unterschiedlichem Ausmaß Menschenrechte verletzt werden, mit denen wir aber, das muss man einfach sagen, als P5-Länder, als Länder mit großem wirtschaftlichen Einfluss, mit großer wirtschaftlichen Bedeutung für uns, man muss trotzdem mit diesen Ländern zusammenarbeiten. Wir können sie nicht einfach boykottieren, ignorieren, aber das bleibt wichtig. Wir müssen auch gegenüber diesen Ländern Defizite ansprechen, Kritik üben, durchaus auch Sanktionen ergreifen, im Dialog nicht müde werden, diese Themen immer wieder anzusprechen. Und da haben wir, Sie haben eben Sarkozy angesprochen, nächste Woche kommt Wenjabao, da haben wir wieder Gelegenheit. So viel von mir, danke. Ja, danke schön. Vielleicht, also mich reizen jetzt natürlich viele Dinge zu fragen, das geht zeitlich nicht, aber vielleicht kurz und knapp, weil wir ein bisschen Bilanz ziehen. Gibt es irgendwas, wo Sie, auch vielleicht in Absprache oder durch Debatten im Kanzleramt sagen würden,
was Sie anders machen würden, was in den letzten 10 Jahren die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik geprägt hat? Gibt es was, wo Sie sagen würden, im Rückblick, im Reflektieren würden wir das oder das nicht mehr so machen? Also wir haben seit Beginn, seit Amtsantritt im November 2005 sehr bewusst versucht, eine in Anführungsstrichen werteorientierte Außenpolitik zu machen. Mit allen Schwierigkeiten, ich sprach eben Russland und China und allen möglichen pragmatischen, das sind die, um die man nicht herum kann, und das ist ein tägliches Ringen. Ich glaube, dass wir diesen Grundansatz, dass wir den durchgehalten haben über die 6 Jahre. Ich kann Ihnen sagen, dass wir bei vielen Punkten natürlich im Nachhinein sagen müssen, dass wir hätten vielleicht anders vorgehen können. Wir hätten, glaube ich, einiges vielleicht verhindern können. Wir hätten, indem man stärker gewonnen hat, also eine der größten Niederlagen sehe ich das für uns an, dass es nicht gelungen ist, zum Beispiel, das hat jetzt nicht mit Ihrem Raum zu tun, aber dass man diesen Einmarsch der Russen in Georgien nicht verhindert hat, das sah man kommen und hätte es verhindern müssen. Im Nahen und Mittleren Osten ist man doch immer wieder frustriert, dass es nicht gelingt, zwischen Israel und Palästina zu einer Regelung zu kommen. Man fragt sich da auch immer, also haben wir denn in den 6 Jahren eigentlich, war alles vergebens, was wir gemacht haben, was hätten wir anders machen? Also es wird schon alles hinterfragt. Bei Afghanistan, da habe ich ja schon drüber gesprochen, dass man vielleicht mit zu viel Idealismus reingegangen ist und da vielleicht auch nicht die richtigen Maßnahmen getroffen hat. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu Ihrer Einmerkung, was die amerikanische Politik anbelangt. Ich weiß, das ist ziemlich unpopulär, das zu sagen, aber wenn Sie mal in Ägypten schauen, wer dort vor Ort als Erste richtig auf den Putz gehauen hat, gesagt, so geht es nicht weiter, das war unter Bush-Regierung Condoleezza Rice. Also deswegen, das ist eben alles nicht schwarz und weiß. So möchte ich auch nicht verstanden werden. Ich bezeichne mich nicht als Schwarz-Weiß-Malerin, sondern wobei ich auch nicht für Grautöne bin. Man muss dann schon genau schauen, was los ist. Claudia, ich denke, ihr alle habt die Frage ja bekommen, Bilanz, Regime-Change, 10 Jahre nach 9-11. Wie ziehst du Bilanz? Also 9-11, War on Terror hat natürlich eine große Rolle gespielt, selbstverständlich in unserer Partei, mit der wir uns sehr gerungen haben auf Sonderparteitagen und, wo wir uns auch im Rückblick intensiv damit beschäftigt haben, über unsere Ansätze, wie realistisch waren die, wie realitätstauglich waren sie, was auch nicht schwarz und weiß war, im Rahmen einer über einjährigen Arbeit der Friedenspolitischen Kommission in unserer Partei. Und natürlich hat es eine große Frage gestellt, oder eine große Frage gespielt, eine große Rolle gespielt im Menschenrechtsausschuss und als Menschenrechtsbeauftragte. Ich glaube, sprichwörtlich gesehen kann man nicht vorstellen, dass es da andere Meinungen gibt, aber sprichwörtlich, wenn man sagt, der Krieg gegen den Terror, der war und ist nicht erfolgreich, denn Krieg gegen privatisierte Gewalt, Eppler hat ja von privatisierter Gewalt gesprochen, ist nicht das richtige Mittel. Dieser Krieg, diese Kriegsdrohungen, diese Kriegsrhetorik hat, glaube ich, viel mehr kaputt gemacht und zerstört als beispielsweise die Rede von Obama in Kairo oder die Rede, die Botschaft, die Obama zu Nevros in den Iran gesandt hat. Hat mehr erreicht, glaube ich, an Vertrauen, an Offenheit und als diese Kriegsrhetorik. Was ich besonders dramatisch empfunden habe in dieser Zeit, war eine Erosion von Völkerrecht und von Bindewirkung, von Menschenrechten, von der Universalität und der Unteilbarkeit. Also man hat es wirklich erlebt, die Menschenrechtler, das waren die Spinner, die Träumer, die Romantiker, die dürfen am Sonntag eine Rede halten, aber am Montag machen wir wieder die Realpolitik. Das war so. Ich habe das oft und immer wieder erlebt, kam ich an eine große Konferenz des Internationalen Roten Kreuzes
in Genf erinnern, wo alle Vertreter aller Staaten geredet haben. Das war mitten in der Guantanamo-Auseinandersetzung. Und es war gar nicht so leicht durchzusetzen, dass ich als Vertreterin der Bundesregierung kritische Worte zu Guantanamo sagen konnte. Es war sehr diplomatisch, also für meine Verhältnisse unmöglich wenig an Kritik. Aber wir waren die Einzigen. Ich war die Einzige, die überhaupt, Michael Steiner saß neben mir, damalige Botschafter, und wir waren die Einzigen, die Guantanamo als Problem überhaupt beschrieben haben. Ich glaube, dass es tatsächlich diese Erosion, diese Behauptung, ach, dieses Old Europe, wir erinnern uns an Ramsfeld, diese Orte wie Abu Ghraib, wie Bagram und wie Guantanamo extrem schädlich waren. Guantanamo, sagen mir viele US-amerikanische Freunde, hat geschadet, vor allem auch der US-amerikanischen Demokratie. Ich sag, wir können doch nicht einen Kampf gegen Terror führen, indem wir unsere Standards, unsere Demokratie, unsere Rechtsstaatlichkeit, unsere Menschenrechte einschränken, dann haben wir doch schon verloren. Da bin ich übrigens auch überzeugt, dass das dann wirklich der Erfolg wäre von terroristischer Ideologie oder Angriffen, wenn es bei uns, in Anführungszeichen uns, dazu führen würde, dass wir unsere Standards senken würden. Naja, mit Syrien, Sie haben gerade gesagt, Syrien, es gab ja eine Kooperation, wo aus meiner Sicht die Anti-Folter-Konvention in Frage gestellt worden ist, nämlich die Debatte, wie gehen wir um mit Aussagen von in Syrien verhafteten Verdächtigen. Ich meine, jetzt sagen alle, ja, Syrien ist ein schlimmes Regime, da wird gefoltert, da werden die Menschenrechte mit Füßen getreten, aber wir erinnern uns, dass es eine sehr kontroverse Debatte ist. Ist es nicht legitim im Kampf gegen Terror auch so etwas da dann ja, nicht so ernst zu nehmen, oder muss dann nicht der Zweck auch das Mittel heiligen? Ich habe vor allem besonders schlimm erlebt, dass in diesen Jahren immer wieder der Kampf gegen Terror so ein Türöffner war für Unterdrückung und Repression in China gegen die Uiguren. Dramatische, brutale Unterdrückung, Kampf gegen Terror rechtfertigt das. In Russland Kampf gegen Terror, Menschenrechtsverletzungen, Zerstörung oder Unterdrückung, Repression gegenüber der Opposition, Tschetschenien und. Also für mich mit einer der gefährlichsten zu bilanzierenden Punkte, die Erosion dessen, was eigentlich unser gemeinsames Wertefundament sein sollte, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wenn Sicherheitspolitik und Menschenrechtspolitik nicht zwei Seiten einer Medaille sind, dann läuft was ganz schief. Menschenrechtspolitik muss immer integrierter Bestandteil von Sicherheitspolitik sein. Ich hoffe, dass jetzt durch die Ereignisse in Nordafrika möglicherweise da tatsächlich ein Umdenken passiert. Wir sind zwar hier bei einer außenpolitischen Debatte, aber wenn wir mal schauen, wie hat sich 9/11, wie haben sich diese 10 Jahre innenpolitisch ausgewirkt, glaube ich auch da, dass eine gefährliche Ausgrenzung und Spaltung entstanden ist. Alleinig, wenn wir mal bei uns anschauen, früher in Anführungszeichen wurde von den Gastarbeitern geredet, dann wurden es die Türken, dann wurden es plötzlich die Moslems und heute sind sie die Vertreter des Islams und per se, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber der Gefahr, dass man per se unter Generalverdacht steht, das ist eine gefährliche Entwicklung in einer Gesellschaft, die doch sagt, wir basieren auf den gleichen Werten, wir brauchen den interreligiösen, den interkulturellen Dialog und nicht neue Feindbilder, die in den USA ganz sicher erhebliche Auswirkungen hatten, aber auch in unserer Gesellschaft, das weiß ich aus dem unmittelbaren eigenen Umfeld. Fehleinschätzungen. Ich habe eine ziemlich historische Begegnung gehabt mit Herrn Richard Perle 2 Wochen, bevor der Angriff auf Afghanistan begonnen ist, bei Frau Christiansen. Richard Perle hat mit großer Überzeugung gesagt, der Angriff dauert 1 Woche, 2 Wochen, dann stehen die Irak. Dann stehen die Iraker mit den amerikanischen Fahnen auf der Straße und sagen, danke, dass ihr uns die Demokratie gebracht habt. Das hat er wirklich so gesagt. Es ist nicht ganz so eingetreten. Also ich glaube, das war eine Fehleinschätzung, dass wir bringen die Demokratie und die sind dankbar, dass wir sie befreien mit unserem Konzept von Demokratie. Deswegen war es ja auch richtig, dass das Prinzip der uneingeschränkten Solidarität
ja so ganz uneingeschränkt nicht wahr, wenn ich mir deutsche Politik anschaue oder europäische Politik, dass es nicht eine uneingeschränkte Solidarität mit diesem War und Terror gab, sondern dass ja versucht worden ist, beispielsweise was Afghanistan angeht, von Anfang an auch den politischen Prozess zu organisieren. Im Auswärtigen Amt, Joschka, die Bundesregierung hat gesagt, es braucht einen parallelen politischen Prozess, oder in der UNO-Vertretung, hier sitzt Tom Königs, der ja auch in Kabul war, und andere, auch die NGOs, auch die Heinrich-Böll-Stiftung, wir haben von Anfang an ja immer gesagt, es braucht den politischen Prozess, weil die militärische Lösung keine Lösung sein kann. So, und da muss man auch selbstkritisch sagen, hat das funktioniert? Wie realistisch waren die Einschätzungen? Wer sind bitteschön die Bündnispartner? Haben wir uns bei unserer friedenspolitischen Debatte, Kommission hat einer gesagt, Mensch, wir haben das eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben alles gesagt. Wir haben gesagt, die Frauenrechte, die Verwaltungsdemokratisierung, die Ausbildung von Polizei und. Aber hat das denn gestimmt mit unseren Erwartungen, dass es so relativ einfach umsetzbar ist in Afghanistan? Haben wir nicht ein Modell gemacht für ein zerbrechendes Dänemark und nicht für ein Afghanistan? Also wo sind auch die, das ist hochgefährlich, was ich jetzt sage, weil möglicherweise wird dann unterstellt, du relativierst die Bedeutung der Universalität der Menschenrechte. Aber man muss sich, glaube ich, selber fragen, wie waren unsere eigenen Erwartungen und wie geht es weiter? Wenn ich eines nur sagen darf, was mir wichtig ist, das sind die Bündnispartner. Wer sind die Bündnispartner und was ist Stabilitätspolitik? Gerade am Beispiel Nordafrika war das ja das Argument und ist es das Argument, beispielsweise gegenüber Ägypten, wie kann man Stabilität in einer sehr schwierigen Region erreichen? Ich glaube, dass da tatsächlich große, erhebliche Fehler gemacht worden sind, weil auch da das Moment der Menschenrechte, der Demokratie, der beginnenden Zivilgesellschaft komplett außer Acht gelassen worden ist. Hier sitzt der Herr Barati und ich habe seit vielen Jahren, haben wir viel Kontakt und viel Kooperation, und zu Recht wurde immer wieder von iranischen Vertretern gesagt, warum kümmert ihr euch nicht um die Menschenrechte? Warum sind nicht eure Bündnispartner die Frauenorganisationen, die jungen Organisationen, die Intellektuellen, die Journalisten? Shirin Ebadi hat das am heftigsten kritisiert, sagt, ihr werdet so nicht gewinnen, wenn ihr droht, also ihr in dem Fall Bush, wenn ihr droht, Iran muss angegriffen werden, damit isoliert ihr die Bewegung, die sich jetzt ja ausgedrückt hat in der grünen Bewegung, und ich hoffe sehr, dass daraus Konsequenzen gezogen werden. Glaubwürdigkeit ist der Schlüssel. Mit Verlaub, ich war vor kurzem an der libyschen Grenze, ich war in Tunesien in Flüchtlingslagern, ich habe mit Vertreterinnen der Regierung gesprochen, die sagen, wir wollen keine Almosen von euch, aber wo ist denn eure Glaubwürdigkeit in der Menschenrechtspolitik, wenn ihr die Festung Europa errichtet, wenn ihr Tunesien mit Hunderttausenden von Menschen allein lässt, wo wir gerade eine Revolution der Würde versuchen zu Ende zu bringen, was ist das bitteschön für eine Glaubwürdigkeit? Festung Europa. Was ist es für eine Glaubwürdigkeit, wenn auch Deutschland gegen die Rüstungsexportrichtlinien Waffen oder waffenfähiges Material an Libyen geliefert hat? Was ist das für eine Glaubwürdigkeit, wenn deutsche Firmen Mittel liefern, um im Internet Netzsperren, Zensur zu ermöglichen? Also ich denke, unsere Glaubwürdigkeit hängt davon ab, wie gehen wir jetzt mit der zivilgesellschaftlichen Demokratiebewegung in Nordafrika um? Erweitern wir die Rüstungsexportrichtlinien? Wie ernst nehmen wir Antifolterkonventionen und Völkerrecht? Und wie halten wir es mit der Türkei? Na, wunderbar. Ja, es ist wirklich schade, dass ich muss es leider sagen, hier unter extremem Zeitdruck stehe und wir wahrscheinlich kaum Chancen haben werden, uns auszutauschen. Caroline, please get us your analysis. So I'm going to speak just largely on the American perspective and the American context in taking stock of war on terror, democracy promotion, and regime change. I think, like here, these concepts, the way that they were espoused by the Bush administration, have been deeply discredited, clearly. And the issue now for the United States
and elsewhere is basically, I think the Obama administration and other leaders are trying to move the country away from some of these frameworks of how the war on terror was framed, the regime change, democracy promotion, but we are still stuck to a certain extent in those frames, and there is an attempt to basically extract ourselves from that. And I'm going to make 4 points that describe that. On the war on terror, the Obama administration has made a very concerted effort to abandon that frame. So they do not use war on terror anymore. They specifically talk about, they try to specify what the threat is. They specifically speak about Al-Qaeda and affiliated terrorist networks. They have tried to combat the narrative of, you know, the U.S. is at war with Islam through the Cairo speech, through other areas of engagement. There's also been a much bigger emphasis within the U.S. on law enforcement to combat this threat and trying to basically bring it more into the U.S. legal system. There's been huge resistance by Congress, especially to close Guantanamo and do civilian trials for terrorists. But there has been a huge push by the Obama administration to move from that war on terror, this nebulous kind of fear-mongering concept where all of these different issues were thrown into it, into something that is much more specific. Clearly, there is still the U.S. and different leaders believe that they don't call it war on terror. They believe that violent extremism remains a threat to the country. They state that it's an Al-Qaeda and the affiliated networks, whether it's Al-Shabaab or Al-Qaeda in Iraq. They continue to utilize military tools to combat that, especially we've seen with the dramatic increase of drone strikes in Pakistan, but also in Yemen, and there's a discussion about increasing those. So clearly there's still very much a military component of it, but there's been a different shift in the rhetoric around it and in some of the greater law enforcement and sort of trying to put the threat into greater perspective for the American public. The second point on regime change, there is, I think, now in the American public a real fatigue around foreign military intervention. And that is, you can see it playing out in the Libya debate. The Obama administration was deeply reluctant to get into that conflict, has said time and time again it will not put foreign troops, it will not put U.S. troops on the ground there. It states that the only reason basically it went in was that there was a humanitarian crisis it was trying to avert. There was a call by the U.N., by the Arab League, by people within Libya, but they've tried to really take, they've tried not to take the leadership role there. There is a growing sort of, I think, movement within the U.S. you see it with Afghanistan now. You have more than 70% of the population that wants to get, that basically thinks we need to get out of Afghanistan. There is a desire to close end and withdraw from Afghanistan. There is, even within the Republican Party, which has had sort of the neoconservative element, those voices have been, I think, more marginalized within the political debate. So you have leadership or less, there's less support for individuals like Senator McCain and Lindsey Graham who have been advocating for an aggressive military posture around the world. Now you have voices that are seeping into the political debate, especially on the Republican side, with the Tea Partiers who have had a much more isolationist approach. So there is a very big fatigue about regime change, a desire not to get involved in foreign military interventions. There is a huge aversion, and you hear this language a lot in the U.S., we don't want to do social engineering. We don't want to do nation building. There was so much, I think, after 2001, there was
such a tremendous sense of power and arrogance about the possibilities of American power. And I think that's been largely sapped away now, and part of that is due to the protracted wars in Iraq and Afghanistan, and part of it is due to the economic crisis. But there is a much greater sense of humility by members of Congress and the Obama administration, and much more self-doubt about what the United States can achieve. I think the third point is that the Obama administration has put, and this is related to this kind of this fatigue with sort of foreign military intervention, regime change. Much greater focus by the Obama administration on domestic renewal. This sense that the United States has, it's because of the economic crisis, because of these wars that have been so costly, we need to rebuild, we need to focus at home. Our strength will come from that renewal, and that's where we need to be focused as a country. You know, as budgets are cut for education in the States, people don't have jobs, people have trouble affording health care. You know, how do members of Congress justify to their constituents that we need to build schools elsewhere, flood money into certain areas around the world? It's very, very difficult to make that case. And so there's been a big push for we need to rebuild at home. And you see that also with the Tea Party or the Tea Party movement, which is more of an isolationist movement. I think the fourth and final point is on democracy promotion. The way that President Bush talked about democracy promotion, I think, has been discredited. And the way that he talked about it was basically he linked it to the war on terror. He put it in a security framework. And he put a large emphasis on elections and also on the U.S. being able to determine political outcomes. That frame for democracy promotion, I think, has been discredited. The Obama administration has embraced democracy promotion. I think initially it was not pushing for this, but because of the Arab Spring has really elevated this within its foreign policy. But they talk about it in a very different way than President Bush did. One of the things that President Obama talks about is this idea of it has to be locally owned. The U.S. cannot push it too hard. If we get our hands too much on it, we ruin it. Again, a sort of an indication of the humility that I think is within the public about U.S. Power and influence. So there's been a much greater emphasis of sort of enabling and allowing these movements to occur, supporting but not trying to determine what happens. And so Obama has put a huge push on that. And you can see it with – there's been a one of the things they've been really trying to do is support internet freedoms. So basically creating websites and other ways for dissidents within countries, and there was a New York Times article about this recently, to be able to communicate. So it's, again, it's not dictating what individuals in these countries should say, but trying to create the space for them to say those things. And I think that there is clearly some risk in that approach, but I give credit to the Obama administration for allowing risk to occur in the Middle East. Most likely they couldn't have done anything about it, but you could see a scenario where if it had been President Bush or, maybe that's unfair, but trying to prevent these autocrats from falling, I think President Obama, his administration, has been much more, open and receptive to that change, despite the risks that are potentially there. Yes, sorry. I think I'll finish it there. Thanks. Thank you. Ja, vielen Dank. Ich denke, ganz wichtig, die US-amerikanische Perspektive darauf, sowohl die politische als auch die gesellschaftspolitische. Was ist passiert in den letzten Jahren? Ich hoffe und verspreche mir vom
von der Antwort auf die Frage Regime Change, wie wird es bilanziert, vor allem von Ihnen, Herr Badawi, doch noch mal zu versuchen, auch die regionale Perspektive aus dem Mittleren Osten, nahen Mittleren Osten mit hier einzuspeisen. Dankeschön, bitte. Well, thank you very much, and it's always a pleasure to be speaking in events organized by the Heinrich Böll Foundation. They give plenty of space for different voices, which is something that is always appreciated. I agree very much with what the previous two speakers said, so there's no point in repeating a lot of what they said. But if we, just to add a few remarks, and I know that we're also pressed for time, if we look back at September 11, say from the perspective of 20 years from now or 30 years from now, we'll probably realize that it was nothing more than a brief blip. The legacy, the enduring legacies of September 11 will not be as effective or as actually as enduring as we thought they would be at the time that what happened September 11, especially when it comes to regime change and democracy promotion. We have to be clear that democracy promotion started long before September 11, as you said. And we also have to be clear that it started because of nothing that has to do with the countries that are supposed to be democratized. It started mainly as an internal bipartisan maneuvering inside the United States at the time of the Reagan administration. They wanted to regain the moral initiative and pull the rug from under the Democrats, who were refusing to accept all the military assistance programs that the Reagan administration wanted to give to Latin America. And I was just looking at a document where there was a meeting, and Caspar Weinberger said to the president, 1984, we have to hold the Democrats accountable if they don't agree to the military aid that we want to give to the Nicaraguans, the anti-Sandinistas, and to El Salvador. We will just accuse them of not wanting to promote democracy, and that would hold them accountable and expose them in front of the American people. So we have to be very clear that the rhetoric of democracy promotion from the time it started at the first Reagan administration, and certainly during the Bush administration, had very little to do with reality, or at least had very little to do with the actual behavior of the United States in most parts of the world, definitely in the Arab world. You look at the disbursement, the actual money that was being spent. In a country like Egypt, the Egyptians were receiving $1.3 billion every year for military aid, the army that is ruling now, and they were receiving only $60 million at the height of the push by the Bush administration to promote democracy for civil society activities. A huge gap in the amount of money that was actually being spent to promote democracy. So we have to be very clear on this notorious gap between rhetoric and reality. When I see Western leaders going to China with a delegation made up mostly of business people, and then they make the token announcement, the Chinese have to respect human rights, we can only laugh. I mean, this is not serious. This is just a rhetorical device to legitimize the behavior of Western governments, first and foremost in the eyes of their own citizens. It has nothing to do with the rest of the world. What is happening in the Arab world now is happening despite the policies of the West, not as a result of the policies of the West. And that's another point we really have to keep in mind. There is a problem of credibility, that's for sure. We just don't believe whatever is being said to us in terms of the desire or the capacity of the West to promote democracy, especially capacity. When we look at all the money that was spent to promote civil society, to promote, I don't know, civil institutions, parliaments, or whatever, and we look at the profiles of the people who are supposedly responsible for what happened in the Arab world recently. Take the figure of
this guy who started the Facebook page in Egypt, Wael Ghunem. He does not come from any civil society organization that was supported by the West for the last 10 years. He does not come from any of these programs to support parliaments or whatever. He's a Google executive. And this should also give us a very interesting indication of what the West can do now. We're tired of social engineering. Mm-hmm. We're tired of people coming and thinking they have the know-how and they have the expertise and the high moral ground, so they should tell us how many children a family should have. What is needed is to work on creating the enabling environment, and we need the people in the West to trust that there are there is the capacity for societies to organize in order to get what they need, maybe in a way that is not easily understood by outsiders. We need better terms of trade. We need exchange programs. People need to come to the West to see for themselves without anybody shoving it down their throats. This is what you should do. No, they need to see for themselves and decide, I want to have this, but I don't want to have that. These are the kinds of expenditures that need to happen now in order to support. I stop now, and then maybe we can continue. Yeah, thank you very much. Ja, ich bin sehr froh, dass Sie vor allem am Ende gleich auch gesagt haben, was eigentlich die Alternativen wären, ne, zu üppigen großen Wirtschaftshilfen oder Militärpaketen. Und insgesamt, das darf ich hier als auch für die Stiftung sagen, wir sind im Demokratiefördergeschäft. Das ist Teil unserer Legitimation als politische Stiftung. Und deshalb geht es dauernd darum, genau zu fragen, zu welchen Bedingungen, mit welchen Partnern, mit welchen Bündnissen, was möchten die Menschen in den jeweiligen Ländern? Und das muss der Ausgangspunkt sein. Und ich finde es sehr schön, dass Sie das auch noch mal hier kräftig angestrichen haben. Es ist jetzt Folgendes. Ich bin hier dauernd die Zeit am Managen. Mein Wunsch wäre jetzt, sofort kurz dem Panelistinnen noch mal eine Möglichkeit zu geben, aufeinander zu reagieren und dann aber gleich die Möglichkeit an Sie, Fragen zu stellen, vor allem diejenigen, die Sie gerne an Herrn Heusken richten. Ich kann das auch allein bestreiten, das wäre kein Problem, aber ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben. Sie müssen wirklich scharf Viertel vor hier raus. Gibt es jetzt schnelle Reaktionen auf dem Podium, aufeinander? Gut, Claudia, bitte kurz und dann Sie. Ich will ganz entschieden unterstützen, was mein Vorredner gesagt hat. Genau das war die Erfahrung in Begegnungen mit Menschen, beispielsweise in Tunesien oder Ägypten, dass wir wirklich fragen, was will diese Demokratiebewegung? Was wollen sie nicht? Die sind keine Märtyrer. Sie wollen nicht die großen Märtyrer sein. Sie wollen nicht die großen Revolutionäre sein. Sie sagen, wir wollen unsere Ausbildung auch leben können. Wir wollen Jobs. Wir wollen Freiheit. Wir wollen Rederecht. Wir wollen Pressefreiheit. Wir wollen das Recht auf Zukunft. Wir wollen keine Almosen, hat die Ministerin, die Frauenministerin gesagt. Wir wollen keine Almosen von euch. Wir wollen Nachbarschaft. Wir wollen Anerkennung. Wir wollen eine Kultur der Anerkennung und nicht eine Dominanzkultur. Wir wollen Kooperation. Wir wollen Austausch, Hochschulkooperation. Wir wollen, dass ihr uns unterstützt bei der Überwindung von Innovationsblockaden in der Wirtschaft. Und, das sage ich Ihnen jetzt, Herr Dr. Heusken, ein echt breit getragener Wunsch, weil Sie gerade den Herrn Gleit und Herrn Sarkozy treffen. In Tunesien war, dass uns Wissenschaftler, auch Menschen, die in der Entwicklungspolitik arbeiten, tunesische Ingenieure gesagt haben, Menschenskinder, helft ihr
uns doch, ihr Deutschland, dass wir eine Vorbildregion werden, Desertec, erneuerbare Energien, und nicht, dass Sarkozy kommt und uns seine Atomkraftwerke verticken will. Helft uns, vielleicht ist das auch eine klare Botschaft. Letzter Punkt, OpenNet, weil das ist auch sehr konkret. OpenNet hat in der Untersuchung festgestellt und hat gesagt, die Organisation OpenNet, dass mindestens 9 Staaten im Mittleren Osten und Nordafrika westliche Filtersysteme nutzen, um den Nutzern Zugriff auf Online-Inhalte zu verwehren. Und dabei spielen deutsche Entwicklungen eine zentrale Rolle. Wenn das Internet, die Blogger, die Twitterer, wenn das sozusagen auch die Basis ist von neuen Demokratiebewegungen, ist ja geradezu absurd, wenn mit deutschen Technologien Repressionsmechanismen unterstützt werden. Gibt es jetzt ganz konkret Fragen an Herrn Heusken? Die werden dann auch 2. Bitte schnell die Mikros bringen. Ihr müsst euch jetzt sputen. Das machen die gar nicht, die laufen wie immer. Herr Dr. Heusken, ich habe eine Frage an Sie. Stichwort... Stellen Sie sich vor kurz. Ich bin Frau Fabarius, ich komme aus Baden-Württemberg und ich bin pensionierte Deutsch- und Französischlehrerin. Frage: Warum muss man Spiegelleser, Leserin, Zeitleserin sein, um die geheimen Machenschaften der Bundesregierung zu erfahren? Ich bin aus dem Schwabenland und ich bin perfekt informiert über die schrecklichen Machenschaften dieser Pistolenfabrik in Oberndorf am Neckar. Ich glaube, der Herr wollte. Danke, Christian Falkowski, ehemals EU-Botschafter in Kairo. Heusken, Sie haben nichts zur EU gesagt. Wie sehen Sie angesichts der zurückgehenden Möglichkeit der nationalstaatlichen Kapazität, Dinge zu beeinflussen, die Möglichkeit seitens der Bundesregierung, Ihrer Erfahrung, konkret die EU zu stärken? Ja, Barati. Ich denke, die Idee des demokratischen, großen Mittleren Osten von Bush-Administration an sich war keine schlechte Idee. Das war nur mit faulen Eiern beladen. Und jetzt sehen wir es, wie es tatsächlich gehen kann in den arabischen Ländern. Meine Frage an Sie, es ist ja klar, dass in den arabischen Ländern wie auch im Iran neue soziale Gruppen entstanden sind, die Träger einer demokratischen Idee und Bewegung sein können. Und ob die Bundesregierung, ob sie in der Konzeption bezüglich der Unterstützung dieser sozialen, neuen sozialen Bewegungen eine Idee haben, darunter auch das, was hier vorhin angesprochen worden ist. Wir wissen ja, das ganze Internetsystem, ganze Mobilsystem Irans durch Siemens-Technologie dort dann sozusagen in der Hand der Regierung, aus den Händen der Oppositionellen genommen wurde, und ob Sie da denken, etwas in diese Richtung zu tun. Sitama, es tut mir leid, ich muss es beschränken. Herr Heusken, wir diskutieren gleich weiter. Herr Heusken, wir haben gestern von dem UN-Sonderbeauftragten Demistura gehört, dass die Afghanistan-Konferenz im Dezember eine afghanische Konferenz in Deutschland ist. Das heißt, die Bundesregierung und die internationale Gemeinschaft inklusive der UN können nur das tun, was Präsident Karzai sich wünscht. Sie haben jetzt gesagt, dass ein wichtiges Moment der Bundesregierung ist, eine werteorientierte Außenpolitik zu fördern. Meine Frage an Sie, welche Hebel haben Sie denn überhaupt gegenüber Präsident Karzai, der ja die Konferenz leiten wird, zu einer besseren Regierungsführung? Und zweitens, wird überhaupt jemand von der afghanischen Zivilgesellschaft vertreten sein, außer handverlesenen Vertretern von Präsident Karzai, wie wir es im letzten Jahr auch gesehen haben? Also welche Hebelwirkung haben Sie überhaupt sowohl der Regierung als auch der Zivilgesellschaft gegenüber? Tja, Herr Heusken, 5 verschiedene Themen, eins größer als das andere. Also das ist unmöglich in 2 Minuten. Ein
ganz kurz einige Bemerkungen. Ich stimme absolut mit dem überein, was Sie gesagt haben über das Enabling Environment. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig und deswegen haben wir auch, begrüße ich das, wenn ich das sagen darf, dass die Böll-Stiftung hingeht. Wir haben von Anfang an auch die Adenauer-Stiftung, die dort ist, ermuntert. Herr Pöttering war nach ein paar Wochen unten, hat Gespräche geführt. Ich glaube, wir müssen genau das, was ja auch gefragt worden ist, aufnehmen. Die Gruppen, die dort vor Ort sind, sehen, wer entspricht sagen wir, unseren Wertevorstellungen, wo haben wir das Gefühl, wir können diese Gruppen, die unabhängig sind, wie können wir die unterstützen, aber gleichzeitig müssen wir einfach realistisch sein. Das ist, Amri Moussa hat sich lange mit der Kanzlerin darüber unterhalten und die Gesellschaft vorgestellt, wie gar nicht so viel in Kairo passiert, sondern im oberen Niltal. Man muss sich die Familien anschauen, und da können wir so schnell gar nichts erreichen. Deswegen, was ich zu Beginn ja auch sagte, wir brauchen sehr viel Geduld, wir müssen reinhören, wir müssen unterstützen. Also das mit diesem Enabling Environment fand ich einen sehr guten Ausdruck. Austausch, Kooperation, wichtig, Desertec. Wir unterstützen das. Mich hat gewundert, dass Sie eine Frage nicht aufgeworfen haben im Hinblick auf Marktöffnung. Das ist das, was wir aus Tunesien, aus Ägypten immer. Und das ist der Punkt, wo leider auch unsere südlichen Nachbarn in der EU, die ähnliche Produkte haben, da sehr zurückhaltend sind. Aber das müssen wir machen, müssen dahin gehen. Die Bundeskanzlerin hat da auch einen sehr pragmatischen Ansatz, sagt, wir können jetzt da nichts Riesiges ändern, wir müssen kleine Schritte. Und sie hat auch die deutsche Industrie beim Portopee gepackt und hat gesagt, ihr müsst jetzt in den nächsten Jahren, und sie haben sich auch verpflichtet, 5.000 neue Jobs bei den Unternehmen, die dort sind, 10.000 Ausbildungsplätze, dass sie dann eben auch mit unserer dualen Ausbildung die Kapazitäten haben, aufzubauen. Herr Kauder, der gerade unten war, der sagte auch, dann müssen wir da gucken, ob wir nicht KfW-Gründungskredite denen geben, damit sie ihre Existenzgründung, ich glaube, das ist ein sehr pragmatischer Weg. Eine Bemerkung darf ich noch erleben, weil eben Kritik auch an der China-Politik geübt worden ist, dass das alles nur Token sei. Also ich darf daran erinnern, dass es Deutschland in der Europäischen Union ist, was als einziger massiv daran festhält, dass wir das Rüstungsembargo nicht aufheben. Das ist also nicht nur eine Token-Politik, sondern das ist schon etwas, was wir machen. Und es hat uns sehr viel Freude gebracht, in Anführungsstrichen, als die Bundeskanzlerin den Dalai Lama empfangen hat. Also es ist nicht alles schmerzfrei, was wir gegenüber China machen. Zur Pistolenfabrik kann ich jetzt nichts im Einzelnen sagen. Ich höre nur immer wieder, dass sie, ich weiß nicht, welche Firma das ist, aber wir kriegen immer massiv aus der Wirtschaft Kritik, dass wir zu hart in der Rüstungsexportpolitik sind. Was Libyen anbelangt, Frau Roth, da haben wir nichts genehmigt, was irgendwie mit Grenzsicherung zu tun hat, aber ausdrücklich alle, wir haben massenhaft Libyen-Anträge abgelehnt. Dann zur EU-Erfahrung. Dafür reicht jetzt die Zeit auch nicht. Ich habe ja selbst 6 Jahre beim Aufbau bei Fabio Solana mit daran gearbeitet. Ich habe mir, muss ich ehrlich sagen, auch vom Lissabon-Vertrag oder von der Umsetzung noch etwas mehr erwartet. Das geht jetzt zu sehr ins Eingemachte. Diese europäische Außenpolitik ist keine Außenpolitik, und da kritisiere ich Brüssel ein wenig, wo man jetzt zu schnell den Schritt machen kann zu einer durch die Kommission, durch das Europäische Parlament gestalteten Außenpolitik. Man muss die Mitgliedstaaten mitnehmen. Und ich finde es bedauerlich, dass zum Beispiel aus dem deutschen Auswärtigen Dienst gerade mal 2 deutsche jetzt Vertreter sind in EU-Außenvertretungen. Ich finde, die Mitgliedstaaten müssen wirklich mehr mitgenommen werden, und damit sie sich repräsentiert fühlen. Und dann muss EU auch ein bisschen mehr Schaum schlagen. Da müssen auch ein bisschen mehr, muss auch ein bisschen mehr in der deutschen Öffentlichkeit dafür geworben werden. Nicht Schaum meinen Sie nicht, ne? Nein, aber sowas tut man ja nie. Aber dass man einfach, aber langfristig, da bin ich voll bei Ihnen, langfristig wird es in der Globalisierung nur geben, wenn Europa seine Interessen bündelt, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Letzter Punkt, Karzai, da kennen Sie Botschafter Steiner falsch. Der wird schon dafür sorgen, dass die Konferenz nicht nur eine ist, wo Karzai sagt, was er möchte, sondern das wird schon von uns strukturiert. Genau. Und
Im Übrigen sind Überlegungen, ich glaube, Sie sind ja auch involviert, dass man am Rande dieser Konferenz in Bonn dann auch eine Konferenz macht zur Zivilgesellschaft. Am Rande wollen wir auch eine Wirtschaftskonferenz machen, denn irgendwie muss dieses Land ja auch langfristig auf eigenen Beinen stehen. Wie kann man die Rahmenbedingungen so ändern, dass dort auch wirtschaftliche Aktivitäten gestärkt werden? Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Bitte nochmal um Verständnis, dass ich laufen muss. Danke. Wunderbar. Wir verabschieden jetzt Claudia Roth und Herrn Heusken. Beide müssen weiter. Alles Gute. Und Sie haben ja von Frau Roth auch noch einen Auftrag gekriegt, was Sie Herrn Sarkozy sagen sollen. Gut, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Ich würde bitten darum, dass jetzt Fragen an Caroline Wethams und an Ahmed Bardawi gehen. Ich finde, wir sollten das nutzen, weil ja doch einige Fragestellungen etwas zu kurz gekommen sind, jetzt durch diese hektische, durchs Panel huschen. Dir auch, Claudia, viel Glück bei den parteiinternen Verhandlungen zum Umgang mit dem Atomkonsens. Weise Entscheidung, es war ja erst Pfingsten. Naja, Herr, schmeiß Hirn herab. Gut. Ja gut, das hoffe ich doch, dass es schon da ist. Gut. Mach's gut, bis nachher. Okay, es gibt da hinten eine Wortmeldung. Sagen Sie bitte, das wäre sehr schön, immer wer Sie sind. Und zweitens, an wen Sie die Frage richten möchten, an Herrn Bardawi oder an Frau Wethams. Thank you. My name is Geneve Abdo, and I have a question for Mr. Bardawi. You made a very important point that what's happened in the Arab world is despite what the United States has done in the region for, let's say, half a century. So my question to you is, how do you see the future, particularly in a country like Egypt? And is there anything, any role that you see for Western governments in what is unfolding now? I think although this is arguable, we have not seen yet I guess the kind of evolution of what's happened in Egypt that one might expect, at least for those who don't know Egypt all that well. Thank you. Beate Seel von der Taz. Ich habe auch eine Frage an Herrn Bardawi und ich kann an meine Vorrednerin direkt anschließen. Um beim Beispiel Ägypten zu bleiben, der Sturz von Mubarak ist nicht nur trotz der westlichen Politik passiert, sondern auch trotz der Politik von Al-Qaida. Al-Qaida hat einen neuen Chef, Ayman al-Zawahiri, in Ägypten geboren. Der Mann hat Jahrzehnte seines Lebens das Ziel verfolgt, das System in Ägypten zu stürzen. Er ist gnadenlos gescheitert. Meine Frage ist jetzt, interessiert eigentlich noch jemand in Ägypten, Tunesien oder so irgendein Kommuniqué von Al-Qaida? My name is Graham Lucas from Deutsche Welle's South Asia Service. I would like to ask Frau Wethams for her views on American policy towards Pakistan. So Pakistan is basically the elephant in the room that nobody's talking about when we talk about Afghanistan in the future. And the Americans are, of course, pursuing a very aggressive line from the Pakistani point of view when it comes to the drone attacks in South Waziristan and the border areas. And I'm just wondering whether, from what you said about Obama's shift with regard to the Arab world, whether it isn't time for a shift in policy in Pakistan to try to deal with the problems in civil society, to try to put Pakistan back on a more stable footing, rather than putting all of our eggs in one basket and just going for the military option. My name is Karen Michaels, politologist, and I have one question to Caroline. You mentioned the shadow internet that Obama is now pushing, that because of the experience in Egypt, that the Facebook and the social net has an important impact on the democracy promotion. On the same time, the question is credibility. I was wondering if America domestically have the writ of Hobart's corpus, which was actually after 10-11
cancelled, and it's the Habeas Corpus, the writ Habeas Corpus for civil liberties, you know, which Abraham Lincoln also did during his time period, and the Bush administration also cancelled this human rights issue. Actually, this is a civil liberty for American. So internationally, Obama is reaching out to support the shadow internet, the social network, etc. But domestically, this tool can be also used for other means. Also, Facebook, as we know, is not secured, and like Google, they're using all the information also for data mining or other purposes. Thank you. Wunderbar, zwei Fragen an die zwei verschiedenen Referenten. Ich möchte gerne mit Frau Wethams beginnen. Great, thank you. Regarding Pakistan, the Obama administration has tried to shift the policy to a certain extent by it's put a much bigger emphasis on an expanded partnership with Pakistan that reaches beyond the military. The critique for a long time that it was basically just a military mill-to-mill relationship, and that partnership has been expanded so that there has been these strategic dialogues between the civilian government, different actors within the Pakistani civilian government and interlocutors in the states. There has been a huge increase in funding for non-military issues, which was through the Kerry Lugar Berman bill, which is $7 billion over 5 years for non-military non-military issues and strengthening the civilian government. There are a few problems. A dramatic shift is unlikely to occur, you know, because I think there are major constraints because of Afghanistan. Basically, there is clearly, especially after the Osama bin Laden raid and the fact that he was discovered in Pakistan, there has been a push domestically to say, why are we giving military aid to the Pakistanis? This should be dramatically cut. And you see the Obama administration in quite a defensive position about this. The difficulty is, what are the consequences of doing a dramatic cut of military aid at this point, especially when you have U.S. troops in Afghanistan? And the fear is that basically Pakistan could serve an even more of a spoiler role as the U.S. is trying to extricate itself from Afghanistan and desperately needs the Pakistanis to support a political settlement. So the U.S. tools are very constrained. The other issue is that while we have given a lot of money to non-military tools, $1.5 billion a year for this, we are having a heck of a time spending the money. The full amount hasn't even been dispersed for 2010. It wasn't dispersed for 2010. There is a huge problem with the capacity of the Pakistani government to take the funds and to spend it. There is a difficulty for the civil society while it exists in Pakistan, has been unable to take the funds. It gets into an issue with, can the U.S. pick and choose who should get the funds? Do they do it effectively? We have a real challenge with how we give our development dollars. And I think another problem is that I think the tools in the U.S. government on the civilian side for development, for doing the kind of political reform elsewhere that we want to do for the diplomacy are quite weak still. Obama's tried to change this, but we don't have the tools to be able to catch up with some of the rhetoric that he has talked about. So, yes, I think everyone agrees that there needs to be a shift on Pakistan, but it is increasingly difficult to do that with our involvement in Afghanistan. In terms of the second question on the internet, if I understand your question correctly, it's about whether the U.S. has credibility to be able to do that because of sort of contradictions at home or violations at home. I mean, I think my sense is that what the Obama administration is trying to do is basically just give tools to people to be able to get outside of government
sensors to get around them, and also doing things like providing cell phones and cell phone towers. And so it's really just, again, about creating an enabling environment, which is not closely associated with a political, with a specific U.S. political objective around a certain leader or a certain outcome. It's just about facilitating communication. So I don't have a sense of a credibility being a problem with these kinds of initiatives. Maybe I'm not looking at it deeply enough, but that's just my first reaction. Let me pick on that last point. The need for the need to facilitate effective communication in our part of the world is something that the West can help with. The question about the future of Egypt, it's just not possible to say right now what the future is going to look like. There's so many variables involved. You're talking about a historic event that would probably unfold over a generation or two until a new equilibrium, a new political settlement, a stable political settlement is reached. But I guess you can condense all this into something very simple. It depends so much on the expectations of the Egyptians from themselves. If they manage to develop and hang on to some positive expectations about the future, that would act like a self-fulfilling prophecy. And eventually it will somehow steer them away from the kind of problems that exist now. Definitely a major priority is to reestablish law and order. There is an incredible security vacuum in the country now, and it's making people feel less proud of their achievement, and that is affecting negatively their expectations about the future. So how to manage the expectations about the future is something that is extremely important. In terms of what the West can do, we've seen many attempts at starting a national dialogue, and these attempts have failed. I think they have failed not because there is a bad intention on behalf of anybody or because anybody wants to subvert them. I think that the cause is actually a lot simpler. The capacity to engage in effective communication is absent in many parts of in our world. I'm talking about something very technical. I'm talking about the capacity for somebody to design a process of dialogue, professional facilitators who would create a process of controlled communication that would allow everybody to say what he or she wants, but in an order and with a tone that does not create tensions and antagonisms. It's not about money, it's not about funding, it's about providing the technical capacity, the facilitators, and perhaps convening and hosting some of these dialogues by neutral facilitators. I think that would be extremely useful at this stage. You have people who have already so many ideas for projects about the future, technical projects, engineering projects, even ideas about how to construct a new constitutional arrangement and all that. But how do you manage to get all these voices to actually come together and come up with a roadmap for the future, a kind of a strategic plan on how to implement all this? It's a very technical point, but it's something that I believe the West can really help in doing. The expertise exists here, and the capacity to convene and to host and to issue invitations for people to come together, that can be very useful, and it doesn't cost much. And in addition, of course, to all the difficult and more complex issues of creating an enabling environment, but this is long-term thinking, and it requires a lot of changes that need to happen in the organizational culture of many development organizations in the West, which is something I don't see happening anytime soon. Regarding the question about Al-Qaeda, I'm not sure I understood it
exactly, I'm not sure I understood exactly what is meant by communication with Al-Qaeda. Al-Qaeda is a very complex ideological phenomenon. And the kind of thinking that gave birth to Al-Qaeda exists in the country, in Egypt, and is now trying to find a legitimate vehicle to get itself heard and be included in the political process. One of the interesting things that happened soon after the departure of Mubarak, you had the assassin of Sadat getting released from prison. And two or three days later, he met with people from the military Supreme Council. There is a certain alliance that is taking shape now between the army on the one hand and the Islamist forces on the other. And it seems that the calculation of both, this would be probably the most effective way for the army to maintain its privileges and for the Islamists to eventually ensure law and order in society. Now, under Islamists, there are so many voices, including voices that are so close to the thinking of Al-Qaeda. Now, a lot of people are wary about this. I wouldn't worry too much about this. If we're talking about a pluralist, democratic society, we should not be scared of allowing all voices to participate, because eventually, if it is going to be really pluralist and democratic, these voices will just find their normal place. And I don't think that their normal size and place in Egyptian society is that huge. We need to engage with them. Otherwise, they'll go underground, and they can cause a lot of trouble if this happens. Thank you very much. Ja, wir sind am Ende mit diesem Panel. Ich muss Ihnen sagen, ich hätte gerne vertieft die ganzen wichtigen Fragen, die ja auch Dilemmata-Fragen sind, wie man umgeht mit der Vision und dem Wunsch nach Demokratie und andererseits der Stabilität und der Sicherheitsdebatte, die wird ja ganz massiv geführt. Manche sagen auch Democracy versus Stability, Fragezeichen. Welche Dilemmata gehen wir ein? Damit auch genau das, was hier Thema auf dem Podium war, Glaubwürdigkeitsdefizite. Der Westen wird nach wie vor, denke ich, in diesem Dilemma stehen und auch mit Doppelstandards unterwegs sein. Darüber bin ich sicher. Und damit werden wir auch immer wieder mit Glaubwürdigkeitsfragen konfrontiert sein. Ich habe erstmal mitgenommen, dass nach dem 11. September, nach den Kriegen, zum Sturz auch von Regimen, also das, was man Regime Change nennt, diese Idee, extern Demokratie herbeizuführen durch militärische Intervention eher diskreditiert ist, vor allem auch in vielen Bevölkerungen in verschiedenen Regionen der Welt. Und ich habe auch mitgenommen, nochmal bestätigt, dass externe Demokratieförderung von Akteuren, die sie betreiben, sensibel gehandhabt werden muss und vor allem auf den Bedürfnissen und den Bedarfen der Leute vor Ort gründen soll. Ansonsten wird man sehr schnell auch Democracy Promotion Fatigue ernten, wenn sie von außen kommen, wenn sie oktroyiert wird, wenn sie nicht anschlussfähig ist an das, was eigentlich von den Menschen gebraucht wird. Mit diesem kurzen, zusammenfassenden kleinen Kommentar möchte ich jetzt nochmal Caroline Wadhams danken, Ahmed Badawi danken, dass Sie bis zum Schluss hier mit uns diskutiert haben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfrischende Kaffeepause und um 11.30 Uhr geht es dann weiter mit dem nächsten plenaren Podium zu den neuen Herausforderungen und alte Allianzen EU, NATO und eine Sicherheitsarchitektur im 21. Jahrhundert. 11.30 Uhr hier. Vielen Dank und tschüss. Thank you. Danke. Vielen Dank. Danke.